Warum es leicht ist, als Handwerker, als selbstständiger Handwerker Millionär zu werden, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, in diesem Video geht es darum, wie du als Handwerker Millionär werden kannst. Warum es leicht ist vor allem auch. Ja. Ja. Und ich würde sagen, warum lachst du? Also. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Das ist natürlich ein bisschen ein plakatives Thema, das ist klar. Nur in der aktuellen Marktsituation ist es tatsächlich so, wenn man als Handwerker die Sachen richtig macht, hat man sehr gute Möglichkeiten, schnell wohlhabend zu werden. Ist tatsächlich einfach so, objektiv. Es ist zwar gerade eine Zeit, die etwas schwieriger wird, aber gerade das ist eine Situation, wo viele Betriebe, die schon seit Jahren, Jahrzehnten etabliert sind, einfach die Bodenhaftung so ein bisschen verlieren, weil sie es halt nicht gewohnt sind, Vertrieb zu machen, zu verkaufen. Und als Handwerker hast du einfach die Möglichkeit, dadurch, dass halt wirklich viele Branchen sehr stark nachgefragt sind, die Preise ein Stück weit zu diktieren. Wir haben Partner, die kalkulieren sich tatsächlich eine Marge von 20-30% auch mal schnell ein. Und jetzt kannst du überlegen, wenn du eine Marge von 20-30% hast, du hast ein Unternehmen, das bringt 500.000, eine Million Umsatz, dann hast du nach 3 Jahren die Million theoretisch schon fast voll. Und wenn du dann ein Wachstum einrechnest, ist es nach 3 Jahren voll. Und 3 Jahre ist, finde ich, um Millionär zu werden, schon ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Allein jetzt, um die Million Gewinn zu machen. Ne? Mhm. Natürlich sind Steuern noch, die anfallen, das ist alles logisch, das ist klar. Und jetzt mal rein ganz plakativ gerechnet, bin ich Millionär, wenn ich 1 Million Gewinn mal gemacht habe und ich alles ausgegeben habe, dann liegt nämlich die Million bei mir erstmal rum. So ganz, ganz simpel. Und hier ist einfach wichtig zu verstehen, dass Handwerk gerade jetzt in den Zeiten halt wirklich sehr gute Möglichkeiten bietet. Zum einen, alle haben irgendwie Fachkräftemangel, aber keiner sucht gerade, weil alle unsicher sind, was passiert. Keiner kann wirklich gut verkaufen, keiner kann wirklich gut Vertrieb, keiner fasst bei seinen Leuten wirklich nach, denen er Angebote gestellt hat. Und die Preise können im Grunde eigentlich beliebig diktiert werden, wenn ein bisschen Nachfrage da ist. Und das kann man über Werbung mittlerweile sehr einfach bewerkstelligen, wo auch wieder vieles für zurückstecken, weil erzeugt ja Kosten. Also wir sind gerade in einer Situation, wo viele sehr unsicher sind und gerade diese Unsicherheit ist ein super, super Nährboden, um jetzt wirklich starke Unternehmen wachsen zu lassen, die, wenn sie jetzt diese Zeit gut überstehen, richtig stark wachsen werden die nächsten Jahre, weil sie Marktanteile ohne Ende gewinnen werden. Ja. Und wir haben sehr viele Partner, die wirklich innerhalb von 1 bis 2 Jahren einen Unternehmenswert von mehreren Millionen aufgebaut haben. Da rede ich jetzt noch nicht, also Gewinn ist das eine, aber der Unternehmenswert ist dann mal ein ganz anderes Thema. Ja, ne? Also das ist durchaus möglich und das Schöne ist halt im Handwerk nach wie vor, dass viele Leute sich als Handwerker verstehen und kalkulatorisch jetzt auch nicht so genau hingucken und lieber Auslastung haben als Ertrag. Und das sorgt halt dafür, dass die Leute, die da halt wirklich kalkulatorisch ein bisschen draufschauen und schauen, was kann man rausholen, was geht eigentlich, ohne jetzt mega überteuer zu sein, aber einfach eine normale, sinnvolle Kalkulation anzulegen, dass sie halt plötzlich sehr viel Geld verdienen. Ne? Ja, ich finde halt, man muss auch so ein bisschen unterscheiden, also auch wie man rangeht an seinen Betrieb, ne? Dass man halt entweder sagt man jetzt eben, okay, ich ziehe mich jetzt zurück und ich warte jetzt eben und die Situation ab, oder ich sehe jetzt meine Chance, ich sehe, okay, es werden Fachkräfte frei, ich sehe, es gibt gewisse Bereiche, die sind mehr nachgefragt, weniger nachgefragt und so weiter. Und wenn man einfach mit so einer Geisteshaltung reingeht und sagt, okay, ich nutze das jetzt alles als Chance, dann kann man da halt deutlich mehr rausholen als in so einer Situation, was für alle gut läuft. Richtig, genau. Ja, auf jeden Fall, weil in der Situation, wo schlechte Marktbedingungen sind, sind halt auch solche Ergebnisse möglich. Das heißt, mit guten Marktbedingungen sind auch solche Ergebnisse möglich. Da ist der Schlechte halt hier, der Gute hier. In der schlechten Zeit ist der Schlechte hier, der ist tot, faktisch gesehen. Der Gute ist hier vorne und macht richtig viel Gewinne. Ich finde das immer schön vergleichbar, wenn man so sagt, man hat so ein Flugzeug, was in der Luft fliegt. Ne? In der Zeit, wo der Wind von unten kommt, wo das Flugzeug an sich von selber getragen wird. Ja, ob ich da jetzt Werbung mache oder nicht, ist eigentlich egal. Ne? In der Zeit aber, wo es schlecht läuft, wo vielleicht der Wind nicht mehr da ist und ich stelle den Motor aus, geht das Ding halt so nach unten. Und das ist eine Erkenntnis, die viele Handwerker jetzt erst die nächsten Monate machen werden. Also ich rede gefühlt jede Woche mit Handwerkern, die mir sagen, ja, aber Budgets reduzieren ist ja schon wichtig, also ist schon eine Sache, eine Maßnahme, um länger durchzuhalten. Ja, aber überleg mal, wenn du 30, 40, 50.000 Euro Fixkosten hast, reduzierst dein Budget jetzt um, sagen wir, 2.000 Euro. Das ist ja lächerlich. Ja. Das hält dich ein paar Wochen mehr am Leben und das war's. Aber genau. Dafür verlierst du davor viel mehr. Und wer diese Erkenntnis halt selber hat, der versteht, okay, die Handwerker sind gerade unsicher, die werden Budgets reduzieren. Das heißt aber, dass generell am Markt Werbung günstiger wird. Und das ist eine gute Situation für die Leute, die jetzt wirklich Gas geben wollen. Also wir sind da sehr optimistisch tatsächlich. Die Leute, die jetzt aus der Asche empor schweben, werden halt sehr, sehr viel abräumen. Und wenn du jetzt als Handwerker gerade dich selbstständig gemacht hast, hast du jetzt eine mega gute Situation. Ja. Wenn du schlau machst. Genau, weil es ist halt so, die Leute sind sich, oder viele Leute sind sich einfach unsicherer, was Investitionen angeht. Das heißt, es klappt nicht mehr so, dass die Leute einfach so, sag ich mal, in die Ladentür reinkommen und irgendwas bei dir kaufen wollen. Zweitens, du musst auch noch richtig Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, du musst richtig verkaufen können. Das heißt, du musst
Marketing richtig beherrschen, du musst verkaufen können, du musst Recruiting beherrschen, du musst als Arbeitgeber attraktiv aufgestellt sein. Die Betriebe, die das alles nicht können oder denen es sozusagen alles so ein bisschen zugeflogen ist, weil die Marktsituation eh gut waren, die werden jetzt langsam immer und immer mehr Probleme kriegen. Wenn du aber, und das zeigt eigentlich, dass du so jemand bist, weil du hier jetzt auf unserem YouTube-Kanal bist, wenn du jemand bist, der halt aktiv nach Lösungen sucht für das Thema Mitarbeiter finden, für das Thema Marketing, für das Thema Unternehmen strukturieren, für generell vorankommen mit dem Betrieb, dann werden diese Unternehmen zwangsläufig einen Vorteil haben, denen gegenüber, die halt einfach ja, so ein bisschen schläfrig unterwegs sind und waren. Ja, und vielleicht nochmal eine Sache dazu, auch bei uns im Agenturmarkt ist natürlich so, also ich würde sagen, die Hälfte der Agenturen geht gerade an dem ganzen Thema, alle haben Mitarbeiter, keiner braucht Mitarbeiter, zugrunde, also wirklich zugrunde. Und wir wachsen halt weiterhin. So, warum? Weil wir den Markt nicht, wenn man sagen, also wir lassen uns nicht vom Markt diktieren, was wir machen. Und ich weiß, das klingt erstmal einfach. Ne? Du bestimmst selber, was dein Schicksal ist, nicht der Markt bestimmt ist, auch wenn der Markt natürlich einen großen Einfluss drauf hat. Aber wenn du jetzt überhaupt keine Idee hast, wie sowas bei dir aussehen kann, dann meine Bitte, buch dir bei uns ein kostenfreies Beratungsgespräch, dafür sind wir da, dafür haben wir da drüben ein halbes Dutzend Leute, die nichts anderes machen, als Leute zu beraten. Und dann erklären wir dir, wie bei dir konkret das aussehen kann, wie du halt weiterkommst. Ne? Weil das ist eine wichtige Sache jetzt und jetzt entscheidet sich die Entscheidung, die du die nächsten Wochen treffen wirst, werden bestimmen, ob die nächsten Jahre die besten deines Lebens werden oder ob es die schlimmsten, will ich sagen, ich weiß nicht, was du davor erlebt hast, aber auf jeden Fall keine guten werden. Und das sehen wir in allen Branchen gerade, ne? Das ist durchgängig. Also von PV über Küchen bis hin zu Bauelementen ist das alles relativ gleich, ne? Die Entwicklung. Und es gibt Leute, die halt jetzt extrem Reibach machen und es gibt Leute, die halt gar nichts mehr machen. Und wir wollen, dass du zum ersten gehörst. Deswegen melde dich gerne bei uns, lass einen Daumen nach oben auf jeden Fall da, lass ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Natürlich auch hier mit praxisnahen Sachen. Aber wenn du jetzt keine Idee hast, was du machen sollst, melde dich bei uns.